Film 23 Buchhaltung für Kaufleute nach den Erträgen aus Umsatzerlösen, welche die am häufigsten vorkommenden und auch die wichtigsten und die höchsten Erträge in einem Unternehmen sind, gibt es noch andere Erträge, nämlich die sonstigen betrieblichen Erträge. Und da werde ich ein paar vorstellen, und zwar die einfachen. Ich mache dazu erstmal ein Beispiel für einen sonstigen betrieblichen Ertrag, definiere es. Und dann werde ich noch eine Übersicht geben über die kommenden sonstigen betrieblichen Erträge. Ein Kneipenbesitzer vermietet stundenweise Büroraum, der sich im ersten Obergeschoss über der Kneipe befindet. Der Kunde hat 4 Stunden à 12 Euro das Büro genutzt und zahlt jetzt bar. Das muss natürlich jetzt gebucht werden. Ich mache jetzt die Buchung und unterstreiche erstmal alles, was ich brauche, um praktisch die Buchung machen zu können. Ich habe jetzt hier auch den Kneipenbesitzer unterstrichen, weil wir müssen uns klar machen, wir versetzen uns jetzt wieder in die Lage dieses Kneipenbesitzers. Wir haben eine Kneipe, wir verkaufen abends Bier, Wein, Sprudel, Getränke und vielleicht auch noch ein paar Snacks. Das ist unser Geschäftszweck. Unser Geschäftszweck ist es nicht, Büroraum zu vermieten. Und damit sind es keine Umsatzerlöse aus irgendwas, sondern es ist ein einfacher, sonstiger betrieblicher Ertrag. Und den müssen wir buchen. Die Hälfte der Buchung können wir einfach so machen. Der Kunde hat es 4 Stunden genutzt und hat pro Stunde 12 Euro bezahlt, also 48 Euro. Das sind die Beträge, die wir eintragen müssen. Und er bezahlt bar, also es kommt Bargeld in die Kasse hinein. Jetzt ist allerdings die Frage, was ist unser Gegenkonto? Und da müssen wir natürlich wieder im Kontenrahmen nach ein paar Ertragskonten. So, ich gehe jetzt wieder in den Kontenrahmen rein und schaue nach den sonstigen betrieblichen Erträgen. Und da finde ich unter 5400 Mieterträge. Wir haben ja das Büro vermietet, das sind eindeutig Mieterträge und damit habe ich das passende Konto schon mal gefunden. Und damit können wir die Buchung fertig machen. Kasse an Mieterträge 48 Euro. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, wir sind Kneipenbesitzer. Unser Betriebszweck ist es, eben Bier und Wasser abends zu verkaufen und nicht Büros zu vermieten. Und weil das nicht der Betriebszweck ist, ist es ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Ich stelle hier schon mal eine Übersicht vor über alle sonstigen betrieblichen Erträge, die so im Industriekontenrahmen zu finden sind. Für die Übungsaufgaben in Film 25 sind wichtig die Mieterträge, die Leasingerträge und hier die anderen sonstigen betrieblichen Erträge. Das sind betriebliche Erträge, die ich einfach nenne, weil sie sehr einfach zuordnenbar sind. Alle anderen, da brauchen wir noch mehr Hintergrundwissen, auf die werde ich später zu sprechen kommen. Nach Film 25 muss ich erst noch ein anderes wichtiges Thema machen, das sind die sogenannten Preisminderungen. So, da kommen wir erst später dazu. Aber wichtig ist zu wissen, sonstige betriebliche Erträge haben nichts direkt mit dem Betriebszweck zu tun. Und es geht ja in diesem Film hier erstmal darum, Erträge buchen zu können. In Film 24 geht es dann um das Gegenstück, nämlich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.